Wir produzieren genug Nahmaschinen, wenn nicht wahrscheinlich schon. Na, du musst auf alle Inseln gehen, wir brauchen Nahmaschinen auch in der neuen Welt. Du kriegst keine Nahmaschinen. Sicher, okay. Wie was betrachten Sie es als Vertrauensbeweis. Und ab geht die Post! Und was sagt unser Zuschauer? Hey, du, ich bin am Mikrofon nicht. Volle Segel! Achso. Darum hast du jetzt von der Lächeln gelallt. Ja, genau. Die Sorge ist halt, dass ich euch eine Stimme oder wenn sie es was sagt, über Discord her. Und dann circa 5 Sekunden später über Twitch. Ja, ist ja klar, das hörst du jetzt natürlich auch. Also stimmt, da brauchen wir aber nur Twitch wahrscheinlich lauter schon. Ja, wahrscheinlich. Twitch tut auch 5 Sekunden circa verzögern. Verzögert auch. Es ist schon ein paar Sekunden sind es auf jeden Fall. Vielleicht sind es keine 5, aber 2, 3 sind es. So, ich schaue mir mehr Nahmaschinen an. Für das brauchen wir Baumstämme. Ja, warte mal, brauchen wir es jetzt? Achso, jetzt hast du es schon aktiviert und es ist immer noch zu wenig. Nein, ich habe was anderes deaktiviert. Ich habe die Dampfmaschinen deaktiviert gehabt. Wie viel braucht man mehr? 3. Ein ganz spezielles Produkt oder? Bedürfnis halt. Wie ist das? Der O-Star-O. 3 Tonnen brauchen wir mehr in der Stunde. Du hast einen geilen Usernamen. O-Star-O. Das wird bei mir angezeigt, ja. O-Star-O. Na, wurscht. So, wir brauchen zusätzliche Nähmaschinen. 3 Tonnen in der Minute. Ich baue einfach nochmal noch so eine Fabrik und dann hoffe ich, dass wir von den anderen Zeug auch noch haben. Was? Eine Nähmaschine. Na, brauchen wir 2. Na, Fabriken, 2 neue Fabriken. Weil eine Nähmaschine produziert 2 pro Minute. Und wir brauchen 3 pro Minute. Außer du tust das im Bereich vom Kraftwerk hinbauen, dann reicht auch nicht. Ich wusste, sie schaffen es. Sehr schön. So viel zu tun. Kriegsschiff meldet sich zum. Der Schnaufen hört man, falls du das getestet hast. Alle stehen bereit! Steuermann! Eine Expedition! Freitaucher herunterschicken, um die Korallen zu entfernen. Ne? Schnaufe mal! Ja! Beute! Besser, ja. Nach Ehren tut man es nur leicht. Kantalalalbö-Koralle, okay. Können wir die auch in den Zoo tun oder was? Mhm. Nice. So, Kaffee müssen wir jetzt wieder genug produzieren. So, jetzt habe ich 2 so Fabriken gebaut, das ist glaube ich ein bisschen viel, weil wir haben ja eh Stromversorgung. Mir fehlt noch einiges an Material. Also 2 mit Strom ist zu viel, ja. Eine mit Strom hätte gereicht. Ich hab gerade eine wieder stückelt. So, Eisen. Wie schaut die Eisenproduktion aus? War zwing. Hier hast du jetzt schon geschaut. Wo brauchen wir denn nur Bier? Wir haben mehr wie genug Bier, also. Ja, laut Produktion produzieren wir um 20 Tonnen Zwing. Achso. Das Lager in Hergeschrei ist beim Fui. Über alle Hänseln. Also hier glaube ich haben wir nicht genug, oder? Wie schaut's da? Ja, dann lassen wir das Bier mal jetzt irgendwie. Weiß ich nicht, wo braucht man denn so viel Bier? In der neuen, in der alten. In der neuen Welt brauchen wir auch Bier. Ja, man muss Spurzwänge, gell?
Ja, da nimmt so. In der neuen Welt nimmt so. Ja, je mehr Waffen aufsteigen lassen, umso weniger brauchen sie, gell? Achso, die brauchen ja kein Bier mehr, gell? Klagenfurt, Leium. So. Nein, wenn wir es aufsteigen lassen, brauchen sie kein Bier mehr. Ich fühle mich geehrt. Ob die Ingenieure wollen auch kein Bier mehr. Ingenieure wollen auch schon kein Bier mehr, ne? Was sind denn das für Ingenieure? Ja, die saufen schon Sekt. Das verstehe ich auch nicht. Die Ingenieur. Achso, Rom. Das sind Romsäufer. Schade ja. Wie gut, ein bisschen leise bist. Okay. Ja, lauter kennen aus die Eistern. Das Gold, was da bei der Aufgabe ist, das lieferst du schon? Liefer dich schon, ja. Der schwarze Baron hat Aufgabe für uns. Erregt es zu dienen. Zerstörung. Es ruht auf deinen Schultern. Zerstören Sie Fregatte. Ich mach das, ja. Machst du das, passt. Hast du was gesagt, Pico? Da ist für nichts mehr Platz. Pico? Ist jetzt besser? Na, du bist genauso leise wie vorher. So, wir brauchen mehr Eisenproduktion. Wir haben zwar einen ganzen Haufen da. Schaut das beim Eisen jetzt aus? Eigentlich müsstest du die auch zweimal hören, du müsstest die auch im Twitch-Stream nochmal hören. Hobby, nur habe ich Twitch jetzt auf. Stumm. Stumm geschaltet. Okay, wir haben zwei Eisenerz, aber ganz alle Einzelnen haben wir genug. Das heißt, du fühlst an der Transportation oder was? Bin mir noch gar nicht so sicher. Ein Hintertupfing produzieren wir schon ein paar Eisen. Ja. Hintertupfing ist Baum voll mit Eisen. Selbst bei diesem hellen Mond, giert es... Kann mich jemand aus diesem dämonischen Dunst befreien? Du von der Schule. Mach ich doch gern. Ja, von Hintertupfing liefern wir 50 Eisen jetzt noch. Ein Springbrunnen freudvoller Neuigkeiten. So. Wie schaut's aus? Großen Frachtschiffe Einfluss. Ja. Aber nicht viel, glaube ich, 18 oder so. Drei. Wie schaut's mit. Du weniger. Wie schaut's mit den anderen Schiffen aus? Alter, die Linienschiffe sind jetzt nicht mehr zum Schießen gekommen, weil die Zerstörer haben es schon niedergeschossen. So, ich glaube, ich habe den falschen Regler gedrückt, ist jetzt besser. Es wird schon ein bisschen lauter, ja. Aber ich hab deine Benutzerlautstärke auf 188%, da bist du noch relativ leise. Okay, nein, ich hab nämlich. Ich hab blödsinnigerweise Mikrofonlautstärke obendrauf statt der Ausgabe, statt der Headset-Lautstärke drum. Ah, jetzt bin ich auf 100% zurück, jetzt passt's, ja. Okay. Den Ötzi hab ich ja relativ weit oben, der ist auch auf 180%. Jetzt kann ich den ganzen Scheiß nämlich alles wieder neu einrichten, das ist nämlich das Problem bei so einem Neuaufsitzen. Mhm. Man nämlich eine neue SSD kauft und sowas und da mache ich jetzt komplett alles neu, ohne dass ich irgendwas Holz übernehme oder sowas. Das ist ganz vernünftig. Aber wie gesagt, jetzt habe ich halt ein wenig was zu tun. Der Teufel fordert seinen Tribut. Nö. Gemäscher. An die Kanone. Wo die kommst du leicht? Er schnauft jetzt ins Mikrofon. Achso. Jetzt musst du vielleicht die Der Kennung ein wenig obertragen sozusagen. Ja. Sie kommen ganz leicht davon. 10 Tonnen Sekt haben wir sicher. Alter. Keine Ahnung, was mein Computer gerade so blockt. Bist du deppert? Senkt's noch bald aus. Schau einmal in Dingen. All die sagenhaften Länder existieren wirklich. Taskmanager hat eh schon geschaut. Neues Spielgebiet freigeschaltet. Ach so. Ja gut,
der scheiß Blizzard Update Arch Agent braucht fast 20% von der CPU. Hey, wir haben eine neue Region. Tun der? Ich glaube, der Mof schließt jetzt. Der Hund 20% nur fürs Overloader. Für Menschen sind System, also Rechenleistung. 10% CPU, 20% Boah. CPU nur zum Overloader. Keine Ahnung, was der tut. Kein Wunder, dass er sich dann mit einem noch schwer tut. Das ging sich bei mir sogar noch aus. Hey, trotz Streaming bin ich auf 60% CPU-Leistung. Boah. Hey, was hältst du denn jetzt von der 2070er? GTX? RTX? Oh ja, feines Ding. Feines Ding? Mein Großer möchte die kaufen oder möchte, dass er mich bestellt. Nichts falsch eigentlich, glaube ich. Prinzipiell ja, aber ich würde heuer auf Sommer warten, auf die neuen AMD-Karten. Ja, ich hab auch gesagt, also auf der AMD-Karten. Ja. Außerdem kommt bei Nvidia jetzt 3000 raus. Also aber warten kann man immer. Ja, die 3000er hat aber wieder einen größeren Sprung von der Leistung her. Aber ich würde auf. Ich rechne eher damit, dass 2000er dann billiger werden. Nein, ich würde auf. Wenn es das billiger haben würdest, würde ich auf die AMD-Karten warten. Okay. Bei den AMD-Karten wird wahrscheinlich Preis-Leistung wieder haben und Nvidia muss wahrscheinlich auch wieder ran dann. Obwohl ich so wie Intel bei den CPUs auch wieder ran haben müssen. Intel, okay. Intel CPUs sind auf einmal um die Hälfte billiger wie vor 2 Jahren. Wegen AMD. Ja, genau. Ja, obwohl gestern haben wir da eigentlich so ein Vergleichsdingsbums geschaut. Und ich sage mal, die 5700er AMD ist trotzdem fast dasselbe und ist ja von der Geschwindigkeit anscheinend ungefähr dasselbe wie 2070er. Wenn ich noch länger warten muss, zwickt und zwackt. Gibt's beide ab 400 Euro? Ja, das kann sein. Ich weiß mal nicht, gewonnen hat. Ich hab mir auch gedacht, da war vielleicht ein bisschen mehr Preisunterschied, dass der AMD ein bisschen billiger war. Ja, aber die AMD ist, glaube ich, leistungsmäßig trotzdem eine Spur besser wie die 2070er, glaube ich. Die 5700 oder was? Ja, aber wie gesagt, für die Vergleichstests waren es ziemlich genau gleich. So bei einer Kategorie war der AMD ein bisschen schneller, auf der anderen Kategorie war der Nvidia ein bisschen schneller, aber so im Schnitt. Es kommt immer drauf. Du musst immer drauf schauen, auf wenn's du Spiele-Benchmark hast, musst du schauen, auf mit wem das die Spielefirma im Vertrag hat. Wenn es mit Nvidia im Vertrag hat, sind sie auf den Nvidia besser, wenn sie mit AMD im Vertrag haben, mit der AMD-Karten. Ist ja klar. Das ist immer ein bisschen. Ja, für meinen Großen habe ich natürlich verglichen nur so Fortnite-Tests. Ja. Und da sind sie nämlich gleich für beide. Alter, wenn er nur Fortnite spielt, dann kaufe ich mal der 1060er. Stimmt. Die reicht auch. Die reicht wahrscheinlich, das ja, das stimmt getan? Schon. Aber er will sich unbedingt eine gescheite Karten kaufen und wahrscheinlich wirst du in den nächsten 1, 2, 3 Jahren nicht bei Fortnite bleiben, schätze ich mal. Wenn ich mir diese kleine hoffentlich, ja. Erlauben durfte. Naja, wohl, sagst du hoffentlich. Letztens hat er 120 Euro verdient. Was? Ich hab ein paar Turniere wieder schon wieder gewankt, ist schon die Sieger, denkst du? Alter, machen wir was falsch oder was? Anscheinend. Ja, wie bin ich dann? Das Wochenende spielt er wieder beim Turnier mit, du gehst auch wieder mal ein paar 100 Euro. Ich meine, wenn er das Geld hat, stellt sich eigentlich nur die Frage, was ist billiger, AMD oder Nvidia? Wie gesagt, die 5700er und 2070er kosten dasselbe. Dann nehmen wir die 2070er, weil es unkompliziert ist. Ja, genau. Also ich habe auch weniger Probleme eigentlich mit der Nvidia-Gruppe bis jetzt in meiner Computerlaufbahn. Aber ja, so ein Palit 2070. Weil die 2070er, die hat eh schon 8 GB Speicher, glaube ich. Ja, genau. Ja, dann ist es wurscht. Das war der Mangel an der 1060er, was mich angeholt hat. Dann bin ich auf die AMD gegangen jetzt. Genau, weil die hat nämlich weniger gehabt. Mhm, die hat nur 60 gehabt. Ja, genau. Darum habe ich jetzt die AMD drin, weil die hat 80. Und das merke ich. Wie eigentlich die 2070 Sub oder die normale 2070? Die normale. Super kostet noch mehr um 150 mehr dann ungefähr. Die fängt dann bei 550, 600 an erst. Wie gesagt, die normale 2070er, die kriegst du ab 400 Euro. Mhm.
Und ich muss halt noch warten, bis das der Flugsimulator rauskommt, damit ich mir ein neues Equipment kaufen kann. Dass ich weiß, was das Richtige ist. Achso. Ja, der muss rein dann probieren. Das ist das Wichtige. Der Grafikintensiv oder Prozessorintensiv? Ich habe keine Ahnung. Okay. Es gibt dabei nicht ein paar Alpha-Tests. Da musst du bewerben und was weiß ich, was noch ist und unterschreiben. Deine Seele verkaufen, dass du es überhaupt testen darfst. Ja gut, wobei das meiste wird eh auf der Cloud von einer berechnet. Das genau, das ist mein Geschenk. Es würde ja anscheinend 1 zu 1 auf deinen eigenen Xbox rein, also. Wo die anscheinend eine ziemlich starke Grafikkarte kriegt. Einen anarchistischen Propagandaartikel soll man machen. Das tun wir nicht mehr, das hat uns voll viel Geld gekostet. Stimmt, tun wir nicht mehr. Du bist der Zeitungsmann, du darfst das machen. Die lassen dabei wieder ein paar aufsteigen, weil wir brauchen ein paar Hansel. Was passt einer nicht? Was nicht aufsteigen wollen? Wollen wir aufsteigen? Wir müssten jetzt aufsteigen lassen. Ja, wir haben relativ wenig Handwerker gehabt schon. Das lasse ich mal ein paar aufsteigen. Ich danke Ihnen für das Vertrauen, Direktor. Nicht, dass wir es wieder mit der Produktion übersehen. Mach dir nichts vor. Ach, du kannst Leute sozusagen in der Klasse auch, Ich meine, bei den Spielen musst du jetzt schon zu zweit sein, weil das ist eh allein fast nicht mehr zum Händeln. Also ich spiele zu zweit auf derselben Map? Mhm. Ja, genau. Er spielt ja jetzt, warte, ich gehe mal in die neue Welt. Er spielt in der neuen Welt da, hauptsächlich. Und schaut, dass da die Produktionen laufen. Und ich bin hauptsächlich in der alten Welt. Jetzt haben wir noch eine dritte dazu gekriegt durch eine Expedition. Jetzt wird es natürlich spannend. Ah, das ist eine ganz andere Inselwelt sozusagen. Das ist nicht jetzt. Da gibt es ja ganz andere Produktionen. Freiheit, Einheit, Freude. Es könnte man miteinander handeln und sowas? Nein, ja. Unser Imperium ist das gleiche. Ja. Okay. Also die Produktionen, was er da unten aufbaut, die brauchen wir in der alten Welt auch. Zum Beispiel Kakao oder sowas oder Tabak. Okay, also wenn er Kakao produziert, dann kannst du die umfieren zu dir zum Beispiel. Genau. In das schaut dann aber da so aus in der Weltkarte. Siehst du, da sind die Linien, da sind die Schiffe, die was da fahren, ne? Ja. Aber der Thomas kann prinzipiell auch in der neuen Welt was bauen und ich kann in der alten Welt was alles machen. Genau, also. Wir haben es halt nur so aufteilt quasi. Genau. Ja, genau. Okay. Da gibt es jetzt schon eine dritte, die Cap Trellan Ding da. Die dritte Welt schon, jetzt braucht man einen dritten. Das ist noch komplett anders vorst da hinten. Welch wagemutiger Grünschnabel sie doch sind. Ja, willst du drum kümmern, weil das ist ein bisschen eine Geschichte auch dabei, oder ist das ja wurscht? Ja, da wäre ja mal schauen, dass wir die Produktionen alle passen. Ja, da wäre schaut's gut aus. Okay. Also die alte, also die neue Welt ist jetzt ziemlich. Rennt jetzt ziemlich Wagen optimal. Ja, die alte ja. Ein echter Gesetzeshüter. Wir haben 7000 plus, also prinzipiell können wir uns hier auf die. Dann schau ich mir mal in der nächsten Welt an. Dann schau ich mir einfach einmal um und tu mal Insel suchen. Mhm. Ja, wir haben mehr Insel gekriegt. Die große im Norden gehört uns. Ah, da oben, schau. Dann fahr ich da gleich mal hin. Da wart die Königin schon auf die mit einem neuen Schiff. Ah ja. Bereit für den Einsatz. Dann bauen wir hier gleich mal einen Kontur. Ja, warte mal, du möchtest dir schon was sagen, bevor es dann passt. Ich hab mir nämlich da schon mal was überlegt. Okay. Genau, da wo du jetzt bist, auf derer Seite hätte, oder weiter oben, warte mal, wie geht das markieren? Da in Kondor. Siehst du das? Wie sind sie markieren gegangen? Ich weiß ja schon wieder nicht mehr. Alt und da klicken. Genau. Das merken wir nie. Und weil dann hätte ich nämlich gesagt, dass man auf der Seite von der Insel, auf dem, da macht man einen Besucherhafen. Mhm. Das heißt, da macht man einen Schein mit einem Schein Key und so. Mhm. Ohne Industrie und ziehen dann da auf für die, von da auf für die Stadt und da um drüben, wie kommt die Industrie ein bisschen hin, wobei wir glaube ich da eh wenig Industrie machen auf der Insel, sondern hauptsächlich nur Leute ansiedeln. Da
Dann halt alles runterfahren, oder wie? Genau, ja. Ja, passt eh.